Guten Morgen am Montag. Tom McTenetka, der YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit. Finanzielle Freiheit am Montag. Was würdest du mit 100.000 Euro machen? Es gab auf Facebook eine Frage, da hat irgendeiner eine Frage gestellt. Wenn ihr 100.000 Euro zur Verfügung hättet, was würdet ihr machen? Dann kann man auch sagen, das ist eine Investing-Gruppe. Es geht da primär um Aktien. Und da hat einer geschrieben, da kamen sofort 2.000 Kommentare, aber die Frage war ganz einfach, was würdest du mit 100.000 Euro machen? Und in diesem Video zeige ich dir, was ich mit 100.000 Euro machen würde. Bis gleich! Bam! So, wieder zurück, meine Freunde, Tom Terentka, finanzielle Freiheit am Montag. Wie man seine stressfrei seine ersten 100.000 Euro verdient, habe ich in diesem Video schon erklärt. Für jeden vollkommen easy machbar, long term, langfristig für jeden machbar, 100.000 Euro zu verdienen. Easy, easy peasy. Es war die Frage aufgetreten in einer, es aufgetaucht eine Frage, was würdet ihr mit 100.000 Euro machen? Und da kann man gleich antworten, 80% ETFs, 10% Gold, 5% Bitcoin, 5% Ethereum, 70% Hausanzahlen, 10% Aktien, 5% das. Eine Aufteilung, wie man sich ein Portfolio aufbaut aus 100.000 Euro. 100.000 Euro, Freunde, ist nicht viel Geld. Das wird einen dich nicht reich machen, langfristig, schnell. Langfristig natürlich schon, aber schnell irgendwie mit diesem Geld was Sinnvolles zu machen, darf man es nicht in fremde Hände geben. Und nicht 50% ETFs, 10% Berkshire Hathaway, 8% Bitcoin und der Schwachsinn, sondern du musst es selber in die Hand nehmen und ein Business machen. Selber die Kontrolle haben. Und ich zeige dir, was ich mit 100.000 Euro machen würde, würde mir jetzt jemand 100.000 Euro geben. Und du kannst das nachmachen. Es ist vollkommen easy, aber man muss halt die Mechanismen kennen, man muss sich mit dem Geschäft ein bisschen auseinandersetzen. Aber ich zeige dir, was ich mit 100.000 Euro jetzt machen würde. 100.000 Euro bekommen wir von der Oma, vom Opa, wie auch immer. Und einer würde sagen, ja, jetzt kaufe ich mir eine Wohnung. In meiner Stadt gibt es 100.000 Wohnungen, dann kannst du dir eine Wohnung kaufen, ja. Und was generiert denn diese Wohnung für dich, cashflow-technisch? Ja, nix. Jetzt kannst du sagen, ja, ich kaufe mir eine Wohnung als Kapitalanlage und dann lasse ich die als Ferienwohnung laufen. Und ich kann dir sagen, aus meiner Erfahrung, dann wirst du circa, wenn du gut bist, 20.000 Euro einnehmen, das sind 20% Return on Investment. Das ist, das ist auch brutal besser wie alle ETFs zusammengenommen, 20% aufs Jahr gesehen, aber es geht noch besser. Jemand kriegt 100.000 Euro. Und mietet sich 10 Wohnungen a 1.000 Euro an. Jede Wohnung 1.000 Euro. Jede Wohnung 1.000 Euro. Entspricht, er hat monatlich Ausgaben für diese Wohnungen, die er anmietet, von 10.000 Euro. Aufs Jahr gesehen muss der Kollege, der das so macht, Robert Kiyosaki, alles studiert und er ist schon ein bisschen heller, muss er 120.000 Euro pro Jahr bezahlen für Miete. Ja, 120.000 Euro pro Jahr für Miete. Wie ich gesagt habe, meine Erfahrung, ich kann dir das auch sagen, mit Airbnb und Co. kann man circa, mit einer guten Wohnung, die 1.000 Euro kostet, kann man 2.000 rausholen. Das wird ja auch Gerald Hörhan sagen, dass man das Doppelte einnehmen kann mit Airbnb wie normale Miete. Also sagen wir mal, er vermietet sie weiter, diese 10 Wohnungen, für 2.000 Euro im Monat durchschnittlich. Es gibt Monate, wie in einer meiner Wohnungen, die ich verkauft habe, wo ich nur 500 Euro verdient habe und 6.400 Euro. Also du siehst, die Range ist gigantisch, aber der Schnitt von 2.000 Euro ist vollkommen okay. Er hat 120.000 Euro Ausgaben. Er hat aber fast eine Viertelmillion Einnahmen. 240.000 Euro Einnahmen. Folglich hat er einen Bruttogewinn von 120.000 Euro.
Bei diesen 120.000 Euro müssen wir noch Putzfrauen abziehen. Vier Putzfrauen auf 450 Euro, ca. 20.000 Euro für die Putzfeen. Putzfee minus 20.000. Putzfee sind effektiv 100.000 Euro Bruttoeinnahmen in einem Jahr. Wenn er keine Firma hat, sondern das als so Einzelunternehmer macht, zahlt er den Spitzensteuersatz 41%, muss man 41.000 abziehen. Er hat einen reinen Gewinn von 59.000 Euro. 59.000 Euro auf 100.000 Euro sind ein Return on Investment von, was sind das? 59% ROI. Das sind alles grobe Rechnungen, Freunde. Ins Detail braucht man gar nicht gehen. Das wird plus minus ähnlich laufen. 59% Return on Investment im ersten Jahr auf 100.000 Euro. Aber jetzt jeder, der ein bisschen mitdenkt, der kann sich ja sagen, ja, Moment mal. Aber wenn er 10 Wohnungen anmietet, a 10.000, dann muss er keine 100.000 auf dem Konto haben. Ja, richtig. Es würde mit der Hälfte funktionieren. Du brauchst nur 50.000, weil wenn du diese 10 Wohnungen anmietest, hast du ja von Tag 1 auf sofort Rückcashflow. Das kommt zurück. Das heißt, du brauchst keine 100.000, du brauchst wahrscheinlich weniger als die Hälfte. Aber sagen wir, du brauchst nur 50.000 und mietest dir 10 Wohnungen a 1.000 Euro an, dann hast du ein Return on Investment von über 100% in einem Jahr. Also das war mein Advice an den Typ in der Gruppe, der geschrieben hat, ja, kauf dir 5% ETFs, 8% Bitcoin, 2% Berkshire Hathaway, dann MSCI World, 60% der Breit gestreut. Das ist alles Bullshit. Ihr müsst das Geld selber in die Hand nehmen und wenn ihr dann Gewinne macht von 60, 70, 80.000 Euro im Jahr netto, dann kannst du dir 5% Bitcoin, 5% Ethereum, 5% Chainlink für 20.000 Euro irgendwie Anzahlung für eine Immobilie oder irgendwie sowas, aber du brauchst erst einmal als Unternehmer, als wenn du die wirkliche Freiheit willst, die finanzielle Freiheit, da musst du das Geld selber nehmen und selber Business machen. Nicht abgeben, ja, ich mein, ein bisschen Forex, ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen Scheißdreck. Du machst es entweder richtig, dass du, das ist ja nur ein Beispiel. Es gibt viele Beispiele, irgendwie Handel oder irgendwas kaufen, verkaufen. Aber du musst das Geld selber halten und selber entscheiden und nicht investieren in Pinzi und dann geht es am Arsch, wie bei mir Recyclings, 24.000 Euro vernichtet. Mit diesen 24.000 Euro würde ich heute mir weitere 8 Wohnungen anmieten und sofort weiter vermieten, meine Freunde. Dieses System übrigens führe ich mittlerweile langsam ein bei mir. Es hat sich was ergeben. Ich unterschreibe gerade einen Vertrag, bin dabei mit einer, ja, ich übernehme ein kleines Hotel. Dann nenne ich es mal kleines Hotel und ja, das ist ein Gästehaus, aber wenn das klappt, übernehme ich es und dann werde ich euch auch berichten, was das mit sich bringt. Und Cash ist King. Cash muss man immer haben, weil es kommen, du hast keine Glaskugel, es kommt irgendeine Krankheit oder so, zum Beispiel Negativkrankheit, brauchst du Cash, weil du hast dann, musst aufpassen, du hast immer Cash. Oder eine geniale Möglichkeit in ein Deal. Und den kannst du nicht machen, wenn du keinen Cash hast. Und wenn du Cash hast, sagst du, wow, cooler Deal, den will ich machen. Ja, kostet aber 7.000 Euro im Monat. Ja, kein Problem, mache ich. Um das geht's. Cash is King und ich habe 100.000 Euro, soll ich 10% MSCI World oder? Nee, warte mal. Kauf dir offene Immobilien vor oder irgend so ein Scheiß. Lass die Finger weg davon. Macht erstmal Kohle im Business und dann könnt ihr euch Gedanken machen über Aufteilung, in wie viel Prozent ihr in MSCI World geht und wie viel Prozent in Berkshire Hathaway. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut und danke fürs Zuschauen!